360 Football hier und heute mit dem Thema, ob sich ein Personal Training oder andere sagen auch Individualtraining oder Einzeltraining oder auch Privattraining, ob es sich lohnt und wenn ja, das sind unsere Gründe dafür. Der erste ganz große Punkt ist, dass in meinen Mannschaftstrainings sind es natürlich sehr viele Spieler und auch wenn die Mannschaft einen sehr guten Trainer hat, hat er nicht die Kapazität und auch nicht die Möglichkeit, auf jeden einzelnen Spieler einzugehen. Gerade auch bei den Übungen ist es unmöglich, auf einen einzelnen Spieler einzugehen oder praktisch unmöglich. Und da kommt natürlich das individuelle Training ins Spiel, wo man ganz klar nach Stärken, Schwächen trainieren kann, positionsspezifisch oder auch wenn irgendein Test ansteht und man weiß, man ist beim Jonglieren irgendwie nicht top dabei, aber es ist sehr wichtig, dann kann man sich da vorbereiten oder für ein Probetraining genau auf seiner Position kann man sich so vorbereiten und dann zusätzlich vieles rausholen. Kurz gefasst, neben dem Mannschaftstraining kann man so ganz individuell trainieren, was im Mannschaftstraining natürlich nicht möglich ist. Der zweite Grund, bei vielen Leistungsmannschaften erhalten die Spieler immer wieder Feedback, was super ist. Und da geht es beispielsweise darum, dass der Spieler nicht explosiv genug ist oder der schwache Fuß ist nicht gut genug und darum spielen sie vielleicht nicht oder sie kommen nicht in die nächste Stufe. Und ohne das zusätzliche Training können sie ja dann diese Schwächen gar nicht trainieren. Und wie schon vorher erwähnt, im Mannschaftstraining ist es sehr, sehr schwierig. Und alleine kann man da natürlich etwas machen, aber es ist nie so effektiv, wie wenn man ein 1:1 Training hat mit einem Personal Trainer, der auch die Übungen vorbereitet und die Erfahrungen hat und dadurch kann man das Ganze beschleunigen. Und in diesem Fall ist es auch sehr nötig, auch wenn vielleicht einige Vereine die Zusatztrainings nicht so gerne sehen, ist aber gerade in diesen Momenten eigentlich aus unserer Sicht gesehen ein Muss, dass man da etwas Zusätzliches macht. Ein dritter sehr großer Punkt ist auch, dass die Spieler sehr oft Selbstvertrauen aufbauen, wenn sie wissen, sie machen etwas Zusätzliches, sie werden am Ball besser, sie werden schneller, stärker und so weiter. Und vielleicht haben sie sich vorher im Spiel auch ein bisschen versteckt oder waren einfach mental nicht ganz bereit. Und durch das zusätzliche Training, weil sie bei uns beispielsweise an einem Ort sind, wo sie Fehler machen dürfen, so auch lernen und besser werden, dann können sie das auch besser im Spiel umsetzen oder wissen auch, ja, sie sind besser und ein guter Personal Trainer kann ihnen auch das Gefühl vermitteln und auch in diesem Bereich helfen. Ein vierter Punkt, den wir schon sehr oft selber erlebt haben oder gesehen haben, ist, dass wenn die Spieler neben dem Mannschaftstraining nochmal zusätzlich trainieren, dass sie auch mehr Disziplin aufbauen. Weil sie merken, sie machen regelmäßig etwas Zusätzliches, sie sehen, dass sie besser werden und auch, dass sie eine Routine haben, Termine einhalten müssen zusätzlich und dann auch beispielsweise mal Aufgaben bekommen, wie die Ballhandling-Übung X machen oder Kraftübung Y machen und die ziehen das dann auch durch. Und wenn sie merken, das trägt Früchte, sie haben Erfolg damit, dann ist es sehr oft auch so, dass sie andere Bereiche im Leben oder dass sie disziplinierter sind in anderen Bereichen des Lebens, wie beispielsweise der Schule, natürlich der Traum für alle Eltern. Aber da haben wir tatsächlich schon einige Male gesehen, dass der Spieler im Fußball viel disziplinierter wurde und das dann auch in der Schule angewendet hat und schlussendlich hat er dann auch in der Schule bessere Noten, obwohl er für den Fußball eigentlich mehr Zeit investiert hat. Und das ist ein ganz großer Punkt, da hilft natürlich Fußball oder Leistungsfußball generell bei einigen. Aber mit dem zusätzlichen Training und allem drum und dran merken die Spieler auch, ja, wenn ich mich anstrenge, dann kommt auch etwas heraus. Und da gab es auch Spieler, die waren schlecht in der Schule, waren danach richtig gut in der Schule, wurden dann nicht Profi, aber durch die Disziplin, wo dann auch dazu geführt hat, dass die schulischen Leistungen besser wurden, konnten sie sich da auch hocharbeiten. Und das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Jetzt haben wir über einige
positive Aspekte geredet. Es gibt natürlich auch noch negative Aspekte oder Aspekte, die man auf jeden Fall beachten muss. Und der größte Aspekt natürlich ist die Belastung. Wenn jetzt ein Spieler schon sehr oft trainiert und ein Zusatztraining macht, ein Privattraining, Individualtraining, dann muss man extrem darauf achten, dass es nicht zu viel wird, dass man nicht ins Übertraining kommt, dass man nicht schon am Anfang von einer Trainingseinheit müde ist. Und das ist sicher etwas, was man immer im Auge behalten muss, wenn man mehr macht als die anderen, dass es mit der Belastung aufgeht. Alles in allem gibt es aber ganz viele positive Punkte und ja, mit unserer Erfahrung von jetzt schon über 5 Jahren bald sehen wir auch, dass es bei vielen oder sehr vielen Spielern Früchte trägt und sie auf ihrer Position auch richtig stark werden können. Von daher ganz klar natürlich von unserer Sicht aus, unserer Meinung zeigt Individualtraining circa einmal in der Woche kann den Unterschied extremst ausmachen. Ich hoffe, das hat so in dem Sinne geholfen und für weitere Videos auch Übungen, die ihr auch mal alleine machen könnt. Ja, alleine zu trainieren ist auch schon mal sehr gut, mit dem Personal Trainer natürlich noch mal viel professioneller. Es werden weitere YouTube-Videos kommen, daher abonnieren, kommentiert, welches Thema wir als nächstes besprechen sollen, liken und bis zum nächsten Mal.